Aber dafür sind wir jetzt wieder zurück. Ihr seid auch wieder zurück. Willkommen auch nebenbei an YouTube-Zuschauer. Ihr wisst Bescheid, ne? Ihr wisst, dass ihr auch in die Videobeschreibung gehen könnt und dann die Links zu Instagram und Twitch anklicken könnt und da reinfolgen könnt. Und dann kriegt ihr die Benachrichtigung auf Insta, wenn ich eine neue Story poste mit eine Ankündigung für den Stream, und ihr kriegt auch von Twitch die Ankündigung, wenn ich live bin. Ihr müsst halt die Glocken aktivieren, ne? Ich glaube, das versteht sich von selbst. Und dann könnt ihr auch mitbekommen, wenn ich Sonderausnahmestreams mache, wie heute Abend zum Beispiel. Es ist 21 Uhr, 10 nach, um genau zu sein, 11 nach. An einem Mittwoch. An einem Mittwoch vor einem Feiertag. Und deswegen gucken wir mal, wie lange wir heute spielen. Bis ich keinen Bock mehr habe, würde ich sagen. Ne? Morgen muss keiner arbeiten. Morgen ist Feiertag und Donnerstag habe ich Urlaub. Da muss ich auch nicht arbeiten. Das heißt, wir werden auch morgen und Donnerstag wahrscheinlich streamen. Außer ich finde einen Grund, es nicht zu tun. Was schwer sein dürfte. Ja. In dem Sinne hat gerade ein neuer Song im Hintergrund angefangen. Den überbrücken wir doch noch irgendwie, oder? Komm, ganz ehrlich. Das kriegen wir doch hin, den zu überbrücken. Der geht ja nicht so lange. Anyway, ja, was gibt's zu erzählen? Freelancer. Ganz ehrlich, wir spielen weiter Freelancer. Wir haben jetzt, Montag, also vor 2 Tagen haben wir Freelancer gehabt und 2 Tage davor auch am Samstag. Weiter sind wir noch nicht. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Hauptmissionen es gibt. Wir sind jetzt in... Wir haben jetzt die 4. erledigt. Genau, wir haben jetzt die 4. erledigt. Ja. Wir wurden Opfer sozusagen einer Verschwörung im Endeffekt. Also während wir noch irgendwie dabei waren, diverse Machenschaften von Verbrechern aufzudecken und Artefaktschmuggler festzunehmen, hat sich das gesamte Liberty-System, sprich die gesamte Autorität da eigentlich, mal spontan dazu entschieden, uns quasi zu Staatsfeinden zu erklären. Also vornehmlich Trent und Judy. Und ja, dementsprechend mussten wir fliehen, haben zum Glück Hilfe bekommen von guten Freunden, deren weiterer Verbleib uns natürlich jetzt erstmal ein Rätsel bleibt, und konnten fliehen in ein anderes System, in eines der freien Systeme, Magellan. Das war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Sind nach Magellan geflohen und haben da weiterhin Hilfe bekommen gegen Kopfgeldjäger, die auch schon nach uns auf der Suche sind, von den ortsansässigen Kleinverbrechern sozusagen, wenn man so möchte, und sind dann weitergeflogen und haben uns auf den Weg nach Bretonia gemacht, sind jetzt in Cambridge angelandet. Was, Cambridge? Nee, Leeds. Wir sind in Leeds, wenn ich mich recht erinnere. Leeds müsste das System sein und Leeds ist auch der Planet gewesen, genau der erste, wo wir gelandet sind. Und haben unseren alten Freund Tobias wieder getroffen. Denn Trent stammt aus Bretonia. Und jetzt ist er wieder zurück. Eigentlich wollte er das ja irgendwie alles hinter sich lassen und den Deal seines Lebens machen. Und ja, das ging irgendwie nach hinten los. Mit der Zerstörung von Freihafen 7. Und deswegen sind wir jetzt, wo wir sind. So, mehr fällt mir gerade nicht mehr ein. Wir müssen mal gucken. Wir haben letztes Mal, ich habe eigentlich Montag primär gestreamt, um Geld im Game zu scheffeln, und dann habe ich halt die eine Hauptmission noch dran gehängt quasi. Die Zeit war da. Und ja, jetzt haben wir eine gute finanzielle Basis und müssen halt mal gucken, dass wir uns erstmal ein neues Schiff besorgen. Und damit starten wir rein. So, da sind wir. Ich glaube, unser nächstes Ziel ist, dass wir... Nee, wir müssen kein Geld verdienen. Unser nächstes Ziel ist tatsächlich, eine Mission zu machen. Das wollen wir aber gerade gar nicht. Wir wollen gerade keine Mission machen. Wir wollen erstmal Systeme erkunden, glaube ich. Außer unsere nächste Mission ist... was ist unsere nächste Mission? Einsatz. Warten auf Einsatzziel.
Ich soll zurück nach Leeds, ja. Wo bin ich denn gerade überhaupt? Ach ja, Stokes. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja noch einen Frachtraum voller Dinge, die wir noch loswerden mussten, quasi, die wir extra mitgenommen haben für Bretonia. Dementsprechend, ja, können wir uns das jetzt quasi erstmal lustig frei aussuchen, wo wir uns hin verdünnisieren, verkrümeln, wie auch immer. Vor allem wollen wir ein Schiff haben. Ich habe auch schon was im Kopf, was ich haben möchte. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es ein bestimmtes Schiff. Da muss ich allerdings in das System, wo die Rennstrecke sich befindet. Ich glaube, das war dort, wo ich das nächste richtig gute Schiff bekommen kann. Das müssen wir jetzt halt mal sozusagen herausfinden. Trent, hier Juni. Endlich ein Hinweis, der uns zu Professor Quintain führen kann. Wir treffen uns auf Cambridge. Ich warte in der Bar auf Sie. Ah, okay. Da haben wir unsere nächste Hauptmission. Da gehen wir aber mal noch nicht hin. Wir können erstmal zum Sprungtor nach Tau 31. Tau 31 liegt nördlich, also zumindest auf der Karte nördlich. Wir sind im Weltraum, es gibt keinen Norden und Süden. Tau 31 liegt also nach oben. Weiß ich gar nicht, ob ich da schon hin könnte. Will ich jetzt mit dem Schiff tatsächlich nicht riskieren. Die letzten Kämpfe waren schon nicht mehr ganz so einfach. Aber hier ist Glasgow. Glasgow können wir auch mal landen. Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 5. So. Was habt ihr hier auf Glasgow? Habt ihr hier auch interessante Waffen? Wobei, nach Waffen brauche ich mich theoretisch nicht umsehen. Ich brauche halt erstmal ein neues Schiff und dann können wir uns um Waffen kümmern im Endeffekt. Aber ich stelle gerade fest, ich habe hier noch Raketen und Minen, die ich verkaufen kann, die ich nicht brauche auf jeden Fall. Schwere Schubdüse. Das ist doch schon das Schild. Nee, ich habe sogar schon ein besseres Schild als das. Gut, aber die verkaufen mir nicht alles. Ich bin ja noch nicht positiv mit ihnen gesonnen. Deswegen werden die mir noch nicht alles verkaufen, wahrscheinlich. Dann machen wir einen Abflug und wir haben da... Hey, hey, hey. Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen. Dankeschön, dankeschön. Wir hatten da einen Planeten gesehen und vor diesem Planeten befand sich etwas. Und deswegen fliegen wir da jetzt mal straight hin. Gucken, wann wir es auswählen können. Da befindet sich nämlich, wenn ich das richtig erkannt habe, ein bretonisches Schlachtschiff. Unbekannte Station. Genau, da ist York. Zu York möchten wir. So ein bisschen drunter. Und dann sagen wir mal... Bestätigt, Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen wir möchten hier mal andocken. Dankeschön. Falsche Taste. So, genau. Weil das ist ein Schlachtschiff. Auf einem Schlachtschiff gibt es selbstverständlich ein Schiff zu kaufen. Ach ja, Moment. Es war doch hier... Tobias-Treffen... Steht das im Logbuch? Nun, Tobias hat mir eine hübsche Summe für ein neues Schiff zur Verfügung gestellt, um mich zu einem Schiff seiner Nino. Warte mal, hat er mir das Geld gegeben? Habe ich das Geld einfach bekommen von ihm? Nicht wirklich, oder? Doch, habe ich tatsächlich. Ich habe 150.000.
Ich dachte, ich kriege das Schiff nur günstiger woanders. Das heißt, ich kann wirklich ein Schiff kaufen, wo ich möchte. Na, umso praktischer. Ein Crusader, das wäre der nächste schwere Jäger. Wir müssen nur gucken, ob wir eben nicht woanders einen noch besseren bekämen, theoretisch. Dazu nehme ich mir jetzt mal kurz einen Zettel und einen Stift und schreibe mir kurz ein paar Werte auf. Der hat nämlich 6 Turmsockel und keine 6 Geschützsockel und keine Türme. Der hat 2,6 Panzerung, 35 Laderaum, das ist jetzt nicht sonderlich viel mehr. Upsi. Er hat 20 Schildbatterien und Nanobots-Plätze. Optimale maximale Waffenklasse. Zusätzliche Ausrüstung ist irrelevant. Das sind nur die ganzen Kürzel für Countermeasure, Dropper etc. für die anderen Sachen. Gut, dann docken wir ab. Oder wir setzen uns mal kurz auf die Karte. Wir befinden uns hier. Ja, wir folgen einfach mal den Weg. Kopfgeldjäger sind ungünstig. Okay, ihr wolltet's ja nicht anders. Ihr wollt es ja nicht anders, ihr Kopfgeldjäger. Genommen hinterm Schlachtschiff. Wir haben hier einen. Ich glaube, der Piranha ist das, der mit den. Der hier die stärkeren Geschütze hat oder sowas, vermutlich, weil ich glaube, Piranha war nämlich nur einer dabei. Ja, weg bist du allerdings. Und selber schuld dran. Die wollten's ja nicht anders. Sie wollten's ja wirklich nicht anders. Haben sie halt Pech gehabt. Immerhin hat der Kampf nur eine Schildbatterie gekostet. Haben wir irgendwas Interessantes eingesammelt? Eine Ganslinge, okay. Sonst nicht wirklich was. Ich meine, hey, das ist eine Chance, an Waffen zu kommen, die ich so schnell wahrscheinlich nicht kaufen können werde, weil ich eben mit den Fraktionen nicht befreundet bin. Und das können unter Umständen bessere Waffen sein, als das, was ich halt so normal kriegen kann. Von daher... Gib mir eine Sekunde, da sitzt eine Fruchtfliege auf meinem Mikrofonarm. Ich mach kurz das Mikro aus.
Sie ist entwischt. Ich habe sie nicht erwischt und jetzt gammelt sie irgendwo, keine Ahnung, wo sie jetzt wieder rumfliegt. Die wird mich sicherlich wieder heute nur nerven. Na gut, LD-14. LD-14 ist, glaube ich, ein... Entweder ist es ein Bergbauschiff-Stationsdingsi oder ist es ein Gefängnis. Aber ich glaube, es wird hier wahrscheinlich eher ein Bergbauding sein. Ein Uranmine. Das ist ja eine Uranraffinerie im Grunde. Okay, die wurden so schnell fertig gemacht. Verstanden, bitte warten. Wir sind zurzeit belegt. Freigabe wird erteilt, sobald etwas frei ist. Das ist okay. Sie dürfen jetzt zum Dock. Dankeschön. So, wir können ja mal die Waffe reparieren, die wir gefunden haben. Wir können ja mal gucken, ob die besser ist als... Ach nee, wir haben ja sogar eine Gunslinger schon montiert. Sieh einer an. Das bedeutet aber... Nee, die Barrager kann ich leider nicht ersetzen. Weil der hier, das Schiff hat nur zwei Vierer-Slots, leider tatsächlich. Und die Dragon will ich da drauf lassen. Aber wir heben sie auf, die Gunslinger. Die können wir auf jeden Fall gut brauchen. So, dann gucken wir mal. Muss mal kurz schauen. Hier gibt es ja sonst nichts mehr, wie es aussieht. Wir können jetzt natürlich durch Open Space fliegen, das dauert nur elendig viel länger, deswegen machen wir es halt so. Da ist sie wieder. Jetzt habe ich sie erwischt. Weg mit dir, Fruchtfliege. Dich will hier keiner. So, Abflug. Freelancer Alpha 1-1, hier LD-14. Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen. So. Dann begeben wir uns mal. Begeben wir uns mal zu dem anderen Ding, was da sicherlich ein Sprungtor ist. Begeben wir uns da mal hin und gucken mal. Den dicken zuerst. Sollte mehr auf die Minen achten. Vielen herzlichen Dank. Ah,
bisschen Zeug gefunden. Okay, aber nur Standarddinge. Mine, Rakete, okay. Ah, sogar ein Abwerfgerät für die Minen. Für einen Minenleger nennt sich's. Double Induster. Oh, gute Waffen. Sieh mal eine an. Na, geht doch, geht doch. Nun gut. Ich muss mal kurz überlegen. Das ist Magellan. Nach Magellan könnte ich natürlich theoretisch wahrscheinlich auch zurück, aber nur bis zur Mitte fliegen, weil die andere Hälfte ist dann Liberty kontrolliert. Das Risiko muss ich nicht unbedingt eingehen. Warte, das ist genau Leeds. Leeds interessiert mich gerade nicht, nein. Leeds ist nicht von Interesse, da waren wir immerhin schon. Das ist ja immerhin unsere Heimat. Und hier fliegen wir durch eine Wolke, wie es aussieht, ja? Ja. Was ist das hier? Die West Leeds Smogwolke. Wo wir da rauskommen. Wobei, nach Magellan sollten wir eigentlich schon können. Da müsste ja noch ein Freihafen sein. Auf dem müssten wir eigentlich landen können, theoretisch. Das hier ist Edinburgh. Guyana, mit denen hatte ich noch gar nichts zu tun. Schiffe aus Liberty. Haha, ich habe ihn mit seiner eigenen Mine gesprengt. Gut. Ich glaube, wir fliegen einfach mal nach Edinburgh. Dark, dark in use. Entering queue. Ja, ich warte gerne ab. Ich weiß nicht, warum meine Maus manchmal so rumspackt. Auf nach Aberdeen! Da können wir wenigstens mal unser Zeug reparieren, was wir so aufgesammelt haben.
Gaia Savior. Repair complete. Da, ich kann auf jeden Fall schon was davon verkaufen schon mal. Ich kann auf jeden Fall hier die Drohnenmine verkaufen. Die brauche ich definitiv nicht. Theoretisch. Den können wir mal aufheben. Na gut, ich weiß nicht, wie es mit Waffenklassen aussehen wird auf dem anderen Schiff, das ich mir dann kaufen werde. Also müssen wir das alles mal provisorisch beibehalten hier so. So. Und dann gibt es hier Routen. Nein, es gibt hier keine Routen. Dann ist das schon das richtige System, theoretisch. Dann muss ich mich hier nur vorsichtig persönlich umsehen. Oh, das sind zu viele für meinen Geschmack. Hoppala. Ich muss mein Leben aus dem anders hinpacken, sehe ich gerade. Ich habe nämlich mein Mikro im Bild und das versperrt mir ein bisschen die Sicht. Ja, regt euch halt ab. Nee, sorry. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig mit meiner Maus nicht. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Die springt ständig durch die Gegend? Habe ich das Gefühl? Irgendwas ist hier falsch. Keine Ahnung. Jetzt scheint es wieder zu passen. I don't know. Meine Maus denn? Nur hinter ihm kommen. Du haust mir nicht ab, Freundchen. Das kannst du aber knicken. So, dann lassen wir uns mal wieder richtig hindrehen. Wir haben fast keine Schildbatterien mehr. Wir fliegen mal Freiflug da hinten hin. Vielleicht nicht ganz Freiflug. Mal sehen, was wir da so haben.
gar nicht, ob ich da auch landen könnte auf der. Das probieren wir mal aus. Nein, auf der nicht. Perth, okay. Go to. Verstanden. Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 1. Dankeschön, dann kann ich nämlich reparieren und vor allem. Repair complete. Und vor allem neue Schildbatterien nachkaufen. Das war jetzt leider sehr, sehr verbrauchsintensiv, der Kampf gerade. Leider Gottes, aber kann man halt nichts machen, ne? Kann man kurz gucken, ob die hier eigentlich für irgendwas einen guten Preis geben. Aberdeen war das, wo wir gerade waren. Dann landen wir da vielleicht. Ne, landen wir nicht mehr, würde ich sagen. Essensrationen. Ja, das ist auch okay. Und Wasser. Wasser kriegen wir viel besser verkauft. Wasser heben wir auf. Okay. Dann lasst uns mal eine Route planen. Aber irgendwie ist es trotzdem seltsam. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei, wie sich das gerade verhält von der Steuerung her und so. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl. Habe ich jetzt wieder den Spaß, dass ich... Ich habe wieder den Spaß, dass ich in mein Windows nichts bedienen kann. Vielleicht liegt das daran. Also auch im OBS. Ich kann nichts anklicken und so weiter. Dann gebt mir eine Sekunde, Freunde der Sonne. Dann machen wir das kurz so, dass wir hier mal speichern. Und dann hier kurz mal rausgehen aus dem Game. Und schon kann ich Teile wieder bedienen, Teile nicht. Das ist schon interesting. Komm, mache ich den Taskmanager auf, funktionieren alle wieder. Das ist schon komisch, ey. Das ist schon sehr, sehr komisch, wie sich das verhält. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. So, dann können wir ja weitermachen, ne? Nach einem kurzen Test, warum auch immer Dinge nicht mehr funktioniert haben. Achso, wir wollten noch auf die Karte gucken. Ah ne, ich sehe ja jetzt hier gerade nicht mehr. Ich könnte nur... Ja, ich muss halt zurück, ja. Freelancer Alpha 1-1, hier, Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen. Guyana? Die kümmere ich mich mal. Schade. Eigentlich wollte ich mir den holen, aber okay. Eine Asteroidenabbaustation. Na gut, da drüben ist noch eine andere Wolke, aber ich wette, da kommen die Guyana her, also möchte ich da nicht unbedingt reinfliegen. Da haben die bestimmt eine versteckte Basis. In so einer Nebel- oder Staubwolke. Und mehr war jetzt auch nicht mehr zu sehen gewesen, ne?
ich eventuell noch hingekonnt hätte. Oder ist das da drüben auch noch ein Feld? Nee, das ist hier nur Hintergrund, oder? Dieser breite Streifen. Ja, das ist nur Hintergrundgedönsi. Das heißt, wir gehen hier direkt. Wir landen nicht mehr... Oder? Nee, da ist nur eine Patrouille, die rumfliegt. Okay. Wir gehen hier direkt ins Tor. Da. Mit diesem Geschäft sollte sich der Wohlstand versüßen lassen. Der Feind hängt hinter mir. So. Wäre das auch geklärt? Da. Dann nach Tau 31 wollen wir noch nicht. Na gut, dann können wir uns aufmachen. Oder wir fliegen nochmal nach Magellan. Nee, nicht ohne neues Schiff. Ganz im Ernst, nicht ohne neues Schiff. Ich hüpfe jetzt mal noch ein bisschen durch die Gegend und gucke, dass ich ein neues Schiff kaufen kann und dann sehen wir weiter. Ja, sieh an, da wäre sogar ein Sprungloch direkt in der Nähe gewesen, nach Dublin. Warte mal, waren wir nicht in Dublin? Nee, waren wir nicht. Geht's jetzt nach Dublin? Vielleicht. Hier ist auf jeden Fall noch eine Station, wo wir hinwollen. Nein, ich will nicht mehr zu Dock 1. Lass mich weg hier. Ihr habt nichts Besseres zu tun, oder?
hätte einfach mal meinen Schub einschalten sollen, ich Trottel. Das wäre vielleicht schon mal schlau gewesen, ne? Das wäre allein schon schlau gewesen, das zu tun, nicht wahr? Ich habe immer noch das Gefühl, als würde die Maus Ultra abspacken. Keine Ahnung, was los ist. Es ist schon wieder Windows broken. Ich kann schon wieder keine Sachen anklicken. Doch, kann ich? Hier geht es, jetzt geht's. Ich verstehe das nicht. Irgendwas läuft hier gewaltig schief. Ich glaube, irgendwas von Windows oder meinem Monitor oder irgendwas funkt mir hier quer, sodass ich hier, dass es jetzt ein bisschen rumspackt. Das kann sonst nicht, gar nicht anders kann es gar nicht sein, sage ich jetzt mal. Wir verkaufen mal die Dinger. Naja, wir haben noch 11. Wir lassen es mal dabei. Ja, war so klar. Ach komm, jetzt benutzt ihr das Tor, sodass ich warten müsste, um abgeschossen zu werden, oder was? Und tschüss. Diese Kopfgeldjäger, ey. So, da unten müssen wir landen. Auf Cambridge müssen also noch weiter, okay. Dann können wir zwischendurch noch ein paar Sachen abklappern, ne? Zum Beispiel Southampton. Danke. Ich wollte auch nur gelandet sein, ein einziges Mal. Tschüss, Freunde. Aber zwei Parteien gleichzeitig bekämpfen, ganz bestimmt nicht. Versandplattform Kensington. Okay. Erlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 4. Merci. Freelancer Alpha 1-1 hier, Kensington. Sie haben Starterlaubnis. Gute Reise. Wir landen erstmal auf Canterbury. Hier irgendwas Cooles? Wahrscheinlich nichts, was mir hilft gerade im Moment. Ne? Nichts, was mir hilft im Moment. Sowieso nicht. Freelancer Alpha 1-1 hier, Station Canterbury. Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen. Und tschüss.
Einmal nach New London. Weil bei diesen Stationen vor allem keine Hilfe zu erwarten ist. Niemand da ist, der irgendwie mitkämpft oder keine Ahnung was. Endlich eine freundliche Station. Endlich was Grünes. Keine. Wieso kommt keine Animation? Er kriegt's nicht geschissen. Geht doch. Weird. Freelancer Alpha 1-1, EM Station Waterloo. Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen. Dann landen wir auf der Themse quasi direkt. Dann landen wir auf New London. Sie haben Starterlaubnis. Gute Reise. New York. Nein, nicht New York, New London. Was habt ihr denn für Schiffe? Ich hab nur die kleineren, ne? Ja, ihr habt nur die schmaligen. Die brauche ich ja nun wirklich nicht. Die brauche ich ja nun wirklich nicht, Freunde. Dann machen wir mal diesen hier. Immer schön auf der Flucht vor Alt, die auf uns schießen. Hier mich auch. Da ist noch ein Schlachtschiff, da sollte ich noch mal raus hier. So. Ihr habt den auch, ne? Ja. Ich meine, das macht auch Sinn, abgesehen davon, dass... Hier Armida Theta 15 für Freelancer Alpha 1-1. Ich scanne Ihre Fracht nach Schmuggelware. Okay, alles sauber. Euch entkomme ich doch.
und tschüss. So, Dublin. Na dann gehen wir mal nach Dublin, würde ich sagen. Du startest nicht, deine Motoren, um abzuhauen. Das kannst du aber kippen. So, da muss ich hin. Zu Essex. Ich ahne, woran das liegt, dass meine Maus immer so springt. Das liegt an dem Windowless, an dem Borderless Fullscreen, Borderless Window Mode sozusagen. So jetzt heißt's. Ja, das ist natürlich ätzend. Das lässt sich nur ändern, wenn ich es neu installiere und wenn ich ein. Das Problem ist, wenn ich einen Window Mode mache, einen Fullscreen mache, habe ich das Problem, dass ich nicht raustappen kann. Weil ich sonst nicht mehr reinkomme ins Spiel, weil dann meine Monitore wieder nicht mitspielen. Das ist so nervig, ey. Das ist so ein Müll. Ich muss das ausprobieren, ob das was bringt, wenn ich den... Ich habe ja einen Fernseher als Monitor, der den hier spiegelt, also den, auf dem ich zocke. Ob das vielleicht einen Unterschied macht, wenn ich den Fernseher als einen separaten anstelle, dass es dann vielleicht nicht mehr rumspackt oder so. Das könnte natürlich sein. Ich würde es ja hoffen. So, was haben wir hier so? Reiseflugunterbrecher, der kann weg. Den brauchen wir nun definitiv nicht. Raketen, Minen, Schubdüse, können wir alles verkaufen. Können wir alles verkaufen. So, und ihr habt den auch, ne? Natürlich habt ihr den auch. Und zum selben Preis. Das erklärt sich, versteht sich von selbst. So, jetzt weiß ich nicht, ob das hier vielleicht das richtige System ist. Müssen aber erstmal wieder kämpfen. Die zielen alle viel zu gut und haben mich viel zu viel im Visier. Gut, und dass meine Maus so spackig sich verhält, ist natürlich auch nicht unbedingt hilfreich.
Okay, der zieht Leine. Verdammt, der ist entkommen. Machen mal einen Abstecher hier hin, aber ich glaube, da wird nichts sein. Sonst würde man es wahrscheinlich schon sehen hier. Hier sind nur zwei Sprunglöcher. Die könnte ich natürlich mal abklappern. Wenn wir eh schon hier sind. Goldfeld. Hier könnten wir Gold farmen, theoretisch. Das ist das nach New London. Du übernimmst Freelancer Alpha 1? Ne, tust du nicht. Bin schon weg. Und das ist das nach Leeds zurück. Und das war es dann auch gewesen an der Stelle. Zwischen den Felsen ist es besser zu entkommen. Da kriegen sie mich nämlich mit ihren Minen nicht. Wobei das hier ein ganz, ganz schlechtes Gebiet ist tatsächlich, wie ich gerade sehe. Denn hier gibt es diese Gasdinger. Die könnten mich im Zweifelsfall in 0, nichts zerreißen, wenn es hart auf hart kommt. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wo ich hinfliege. Verfolgen die mich noch? Die verfolgen mich noch, oder? Wir gucken mal. Okay, da wollen wir hin. Sollen sich die mal miteinander kabbeln? Da will ich mich gar nicht einmischen. Okay, hier sieht es relativ safe aus, würde ich sagen. Das sieht doch hier relativ gut aus, relativ sicher und so. Ich habe schon wieder nur noch 3 Schildbatterien, das ist so armselig.
Drecksminen, ey. Zwischen die Felsen. Wo ist der letzte? Komm du mir nur her. Was zeigst du mir? Arschkopf. So. Dark. Offener Raum, dann können wir endlich wieder im Freiflug fliegen. Ja klar, ein Schrotti will was von mir, ja, du mich auch. Hey, und wir haben ja immerhin wieder 4 Schildbatterien gesammelt. Der Kampf hat sich ja tatsächlich gelohnt. Und da ist der nächste. Wobei der schon eher fast vorbei zu sein scheint. Fliegen wir hier wieder durch. Hoffentlich richtig. Genau, hier. Und dann fliegen wir da noch weiter. Und dann gucken wir, was da noch ist. Wo es da noch hingeht. Und dann... dann können wir endlich weiter die Mission verfolgen. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo landen sollte, aber... naja... eigentlich nicht. Sehe ich mich gerade eigentlich nicht. Nach Manchester geht's da noch. Begeben wir uns eben noch nach Manchester. Wie sieht denn unsere Karte gerade so aus? Hier unten? Ja, alles schön verknüpft. Warte, das ist aber nicht Manchester, oder? Nee, das ist Leeds. Keine Ahnung, wo Manchester ist. Wollen wir gleich feststellen. Bitte keine Kopfgeldjäger, bitte keine Kopfgeldjäger. Oh, es ist niemand, der sich für mich interessiert. Okay, gut. Umso besser. Lass mich zuerst. Dankeschön. Oder auch nicht. Warte, Korsan? Korsan!
Das sind Korsaren. Okay. Mit denen will ich mich eh nicht anlegen. Ich glaube, die sind heftig. Was auch immer die hier machen, aber okay. Da geht's nach Birmingham. Da wollen wir hin. Da. Was kann das System hier so? Wir sind hier. Okay. Ja, genau. Das heißt, die zwei, das sind die beiden Endpunkte, die in freie Systeme führen. Da werden wir dann nicht weiter fliegen. Aber bis dahin werden wir fliegen, bis zu den Sprungtoren, die sich da befinden, auf jeden Fall. Planet White. Und da ist Birmingham. Und da gibt es wieder eine wilde Mischung aus Leuten. Also ignorieren wir sie alle und landen einfach. Tschüssikowski. So, wir haben jetzt schon, seit wir hier sind und von Tobias Geld geschenkt bekommen haben, haben wir schon wieder 7000 ausgegeben, nur für Reparaturen und Schildbatterien. Alpha 1-1, hier in Birmingham. Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen. Hier, Bretonia Polizei, Jutta 2. Für Freelancer Alpha 1-1, ich führe einen Scan des Laderaums auf Schmuggelware durch. Nö, führen Sie nicht. Es tut mir leid, aber ich muss weg. So leid es mir tut, ich muss weg. Diese Kopfgeldjäger schmecken mir nicht. So, das ist das Sprungtor nach Cortez. Oder haben wir sogar noch eine Grenzstation? Kingston. Wunderbar, da können wir doch noch gemütlich landen. Bestätigt, Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 2. Also vielleicht, sobald wir hier wieder rausfliegen, werden wieder Kopfgeldjäger da sein. Ich könnte natürlich auch nach Cortez fliegen. Das wäre jetzt natürlich auch noch eine Idee, ob ich das wagen soll. Wollen wir das mal riskieren? Wir können im Zweifelsfall ja neu laden. Es stört Sie doch nicht, wenn ich noch Schmuggelbares kenne. Davon will ich nichts haben. Nein, tut es auch nicht. Dark. Fliegen wir mal nach Cortez. Okay, hier können Sie uns alle nicht leiden. Dann sind wir wieder weg. Hier Bretonia Polizei, Sigma 1. Für Freelancer Alpha 1-1. Halt, ich scanne den Laderaum. Alles klar. Das heißt, Cortez ist, nachdem mich Bowitz und so weiter angegriffen haben, ist Cortez wahrscheinlich auch... Kann jetzt natürlich schwer einschätzen. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich dann auch Liberty Space-mäßig kontrolliert oder so. Übernimmst du nicht, Kopfgeldjägerin. Übernimmst du nicht. Ich hab dich gehört, aber du übernimmst mich nicht. Nein. So, was haben wir hier? Jersey. Warum ist Sheffield feindlich?
Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ach du Scheiße, ey. So viele Kopfgeldjäger und keine Ahnung, Sheffield scheint, keine Ahnung, wem die Station gehört, aber das ist nicht schön. Das war jetzt gar nicht schön. Also der Witz ist, jedes Mal, wenn ich mit meiner Maus rauskomme oben, dann springt sie halt zurück in die Mitte. Und das ist das Problem, was ich habe. Deswegen spackt meine Maus so beim Fliegen so rum, wenn ich quasi bis zum Rand ziehe. Das ist natürlich alles andere als cool. So, die haben mich auch wieder abgelenkt. Haben mir noch nicht mal was gebracht. Also irgendeine komische Fracht wahrscheinlich oder sowas. Oder irgendeine billige Waffe. Aber was sehen, was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Freunde? Was soll ich sagen? Hier rechts war noch irgendwas drin in dem Feld. Das hatte ich gesehen. Da möchte ich noch hin. Der letzte Job hätte mich fast umgebracht. Dark. Wann wir da rausdroppen sollten. Ungefähr jetzt, würde ich sagen. Schauen wir mal, was das ist und hoffen, dass es nicht feindlich ist. Ganz einfach. Puh, okay, die schafft es nicht, mich abzufangen. Das heißt, sie haben mich nicht mal gesehen. Das Birmingham Icefield. Da gibt es hier bestimmt nur Wasser zu farmen. Da pfeife ich drauf. Aber da ist noch ein Sprungtor. Ein Sprungloch. Tatsächlich. Und ist das eine Station, wo ich landen kann? Ich hoffe es einfach. Ich hoffe, dass ich den Weg hier nicht umsonst fliege. BMM. Nee, ich glaube, das BMM-Ding war nichts zum Landen. Die Guyana können mir nix.
So, wo hatte ich denn jetzt? Da war das Sprungloch. Ich möchte wissen, welches Sprungloch das ist. Das interessiert mich noch. Lass dich anvisieren. Wahrscheinlich bist du nach... Nee, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Nach Leeds. Wir drehen ab und verschwinden. Nach Leeds, das ist die Querverbindung darüber, ja, okay. I see, I see. Ach ja. Flüge durchs Nirvana. Ich habe nicht zufällig hier irgendwelche Wracks entdeckt oder so? Ne, sieht nicht so aus. P-Guides fliegen auch in die falsche Richtung. So können wir das machen. Ne, Freunde, so können wir das machen. So, dann können wir jetzt endlich dahin, wo wir sollen, nach Cambridge nämlich. Und uns nicht mit Juni treffen, sondern erst gucken, erst das andere System auch noch erkunden. Oh shit, ich war ja gar nicht hier hinten, ich Idiot. Naja, egal, es ist sowieso nur das Sprungtor nochmal geladen. Allerhöchstwahrscheinlichst ist es das, würde ich behaupten. So. Planet Dover. Achso, der hatte ja nichts zum Andocken. True that. Also es gibt eigentlich nur Sinn, dass es das nach Magellan war. Was anderes gibt eigentlich keinen Sinn. Und tschüss. Gucken wir uns jetzt noch das Dingens an. Cambridge-System. Hoffen wir mal, dass die Cambridge vielleicht auch ein Ding haben. Das wäre natürlich besonders praktisch eigentlich. Wenn die in Cambridge auch... Was wollt ihr denn? Achso, Korsaren. Ihr wollt ja nichts von mir.
Die unterbrechen die Route an der Stelle schon wieder. Ab nach Cambridge. Ich nehme aus Prinzip die andere Route. Genau, wir machen den Umweg. So, wo sind wir jetzt hier? Wir sind hier unten. Na gut, okay. Können wir mal gucken, wo das Tor hinführt. Wahrscheinlich in ein System, in das wir nicht freiwillig wollen. Also können wir erstmal auf Cardiff landen und dann sehen wir weiter. Relativ kleine Station, um ehrlich zu sein. Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 1. Können wir wenigstens Zeug reparieren? Was ist denn kaputt von unserem Schiff? Naja, tatsächlich nur Dinge von unserem Schiff kaputt. Okay. Freelancer Alpha 1-1. Hier Cardiff. Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen. Die Norfolk. Okay. Das ist gut, dass wir quasi ein Schlachtschiff auf jeden Fall noch in der Nähe haben von der nächsten Mission. Dann können wir uns nämlich im Zweifelsfall einen Jäger noch kaufen. Aber wir fliegen erstmal zu diesem coolen kleinen Planeten mit Ringen. Da gibt es nicht allzu viele in diesem Universum hier. Ist ja nur ein Planetoid, kein Planet. Einmal auf der Norfolk landen. Ja, ja, ist ja gerade frei geworden. In dem Moment, in dem ich angefragt habe. So, ihr habt natürlich dasselbe Schiff auf Vorrat. Und natürlich zum selben Preis. Alles cool, alles cool. Weiß ich Bescheid. Tschüss, Freunde. Mit 5 von euch will ich mich nicht nochmal anlegen. Dazu habe ich nicht genug Schildbatterien dabei, um ehrlich zu sein. So. Keswick Eiswolke. Oh, wir enden in ihr? Dann ist hier nur irgendeine Station, oder? Nee, hier ist ein Tor. Nach Omega 3. Da wollen wir aber nicht hin. Genau, das war zu erwarten. Dann können wir jetzt straight durch. Der letzte Punkt auf unserer Route. Der letzte Punkt auf unserer Route. Ich muss jetzt mal gucken, das Mikro mal tiefer hängen, sonst hängt mir das immer im Bild drin. Das kann ich nicht brauchen. Du sollst da docken, du Kasper. Ja, da kommt schon wieder Kopfgeldjäger. Und
Ich bin weg. Tschüssi. Cambridge. Erstmal hat Cambridge noch eine Station im Orbit. Was ist das? Achso, die Forschungsstation Cambridge. Na, dann landen wir da doch erstmal. Sowieso nichts. Freelancer Alpha 1-1. Hier Forschungsstation Cambridge. Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen. Korsaren. Die ignoriere ich. Mit denen habe ich nichts am Hut. Da mische ich mich nicht ein. Das ist none of my business. Schön eine Universität nachempfunden, ne? Der Schiffssender hat hier natürlich wahrscheinlich nur wieder, der hat nur die Pilotdinger. Ja, genau. Die will ich nicht. Das heißt, bevor wir Juni treffen, müssen wir nochmal zur Norfolk. Da müssen wir nochmal zur Norfolk. Grasmere Eiswolke. Ich könnte natürlich mal versuchen, durch die Eiswolke zu fliegen. Ja, du bist weg, allerdings. Ich darf jetzt landen, dankeschön. Einmal zum Schiffshändler. So, wir wählen dieses Schiff. Wir montieren erstmal alles an Waffen ab. Und dann gucken wir mal. So, Gaia Savior kommt auch ruhig. Wir haben 2 Vierer-Slots und 4 Fünfer-Slots. Ja, genau. 2 Vierer- und 4 Fünfer-Slots. Slots für Türme haben wir gar nicht, also verkaufen wir die Türme alle. Damit machen wir unser Schiff nämlich günstiger. So, und dann müssen wir mal gucken. 5er Waffen. Was haben wir? Einen Dublin Duster. Gaia Savior ist eine 588er. Das ist eine 4er von der Frequenz her. Die Gunslinger sind 833er. Die Dragon ist eine 303er. Drails sind auch 833er. Die sind einfach nur, die Drails kann ich alle loswerden. Die brauchen wir nicht mehr. Was war der Vierer? Der Dublin Duster, ne? 589. Achso, das ist die Stun Pulse. Ja, da können wir jetzt drauf verzichten. Die Barrager ist auch nicht so gut wie Gaias. Nein, was war es? Wie Gunslinger? Ja.
Ganzlinger 2 im Vergleich zu Barrager macht einen Schaden. Was? Die macht nur einen Schaden mehr. Gut, aber sie hat eine höhere Reichweite und Geschwindigkeit. Okay, die ist, das Projektil ist besser. So. 73, 36 für 15. Ja, nun, die Scorpions können auch weg. Dann kostet das Schiff nur noch, kostet das Schiff ein Drittel weniger oder so ungefähr, nicht ganz ein Viertel vielleicht. Und dann können wir uns das überlegen, dass wir hingehen und sagen, wir haben eine Vierer und eine Dreier, die wir montieren. Wir haben noch Gaia Saviors dabei, das sind 5 88er und wir haben Ganzlinger. Also wir montieren mal zwei Ganzlinger. Dann montieren wir mal zwei Gaia Savior. Dann montieren wir noch den Dublin Duster. Weil er echt fett Schaden macht. Und dann montieren wir noch eine Dragon. Weil die noch viel mehr Schaden macht. Braucht halt natürlich auch mehr Energie. So, und dann ist die Frage, heben wir noch was auf? Wir verkaufen eine Ganzlinger noch, die brauchen wir nicht aufheben, den Rest heben wir mal auf, falls wir noch irgendwas ersetzen wollen, Gaia, Savior, Ganzlinger oder so. Dann haben wir die Raketen, kann noch weg. Die ganze Fracht kommt noch weg. Diese Schubdüse kommt weg. Der Schild kommt weg, da haben wir nämlich den hier. Und das war's dann. Und dann ist unser Schiff mehr als ein Drittel günstiger. Und dann kaufen wir das. Nachdem es nur noch 20.000 kostet. Und dann gehen wir zum Ausrüster. Und schauen mal, was der noch so hat. Ripper und Skyrails. Die Skyrail hat weniger Reichweite und Geschwindigkeit, macht dafür mehr Damage. Das ist eine Vierer. Da haben wir einen Dublin Duster. Der braucht halt weniger Energie als die beiden. Er hat, gut, er hat halt eine viel geringere Reichweite, aber der macht halt immens viel mehr Schaden. Andere Waffen. Kauf erst ab Stufe 10 möglich. Okay. Dann brauchen wir nix. Schwere Schubdüse passt schon. Schild haben wir eh schon ein besseres als überhaupt machbar. Dann laden wir uns noch voll mit Nanobots und Schildbatterien. Und dann gehen wir in die Bar. Wo ist Juni? Ich dachte, ich sollte sie in der Bar treffen, oder nicht? Was sagen denn die News eigentlich? Alle Nachrichten, die Sie wissen müssen. Hier ist der Colony News Service. Lord Quigley niedergeschossen. Zu unserer tiefen Bestürzung mussten wir erfahren, dass Lord Arnold Benson Quigley, Außenminister der Krone von Bretonia, brutal ermordet in seinem Haus ausgefunden wurde. Die Königin wurde darüber in Kenntnis gesetzt und hat die Ermittler mit der Suche nach den Verantwortlichen für das Attentat beauftragt. Diese Pflicht wurde von ihnen mit feierlichem Ernst angenommen. Bislang gibt es noch keine offiziellen Verdächtigen. Eine Quelle, die nicht genannt werden wollte, schloss aber nicht aus, dass es sich dabei um eine Tat des Ordens handeln könnte, um den ohnehin gefährdeten Friedensprozess zu beenden. Ballenschein gestorben. Gesandter James Ballenschein erlitt heute einen Zusammenbruch und wurde in das Regierungskrankenhaus eingeliefert. Dort starb er angeblich eines natürlichen Todes. Präsidentin Jacoby sagte, dass dieser plötzliche Todesfall Libertys Engagement für Frieden und Stabilität in den Kolonien in keiner Weise schmälern würde. Sie wird nun in seiner Stadt persönlich am Gipfeltreffen auf Curaçao teilnehmen. Rheinland-Blockade in Omega. Na gut, dass wir nicht nach Omega 3 sind. Rheinland hat in einer unprovozierten Aktion die Sprungtore in Omega 7 blockiert. Von offizieller Seite wird dies als unerhörter Vertrauen zum Protokollbruch, den wir in keiner Weise gutheißen können, bezeichnet. Königin Carina hat ihr Kabinett forderten Kanzler auf, die Truppen unverzüglich zurückzuziehen und den bretonianischen Interessen in diesem Gebiet nicht länger zu schaden. Bislang waren wir tolerant, aber dieser Akt der Aggression wirft einen dunklen Schatten auf unsere Beziehungen und wird nötigenfalls in gleicher Münze zurückbezahlt, so die Königin.
Schüsse auf bretonianischem Boden abgefeuert. Heute kam es zu Unruhen im Omega, als die immer dreister agierenden Rheinlandschiffe das Feuer öffneten und eine nahegelegene bretonianische Patrouille beschossen. Laut Kanzler dient die Rheinlandblockade nur den Interessen Rheinlands im Gebiet. Außerdem handele es sich um eine Provokation der bretonianischen Jäger. Angesichts der erhitzten Gemüter und des gefährdeten Friedensprozesses erwägt Königin Carina gemeinsam mit ihren Beratern ihren nächsten Schachzug. Änderungen in Rheinland? Aus dem Außenministerium wird bekannt, dass sich die Lage in Rheinland zuspitzt. Augenzeugenberichten zufolge die Bürger Rheinlands von Agitatorengruppen gegen Kusari aufgehetzt. Werden die Bürger. Der Kanzler hat soeben die Bereitstellung militärischer Reservejäger zur Unterstützung der Landesverteidigung bekannt gegeben. Königliche Berater haben diese Information an die Königin weitergeleitet und sie davon in Kenntnis gesetzt, dass Rheinland sich möglicherweise auf einen Krieg vorbereite. Königin nimmt dann Gipfeltreffen bei. Trotz des aggressiven Verhaltens und der Ermordung Lord Quigleys soll das Gipfeltreffen von Curaçao wie geplant stattfinden. Überraschenderweise wird Königin Carina nun selbst neben Präsident Jacoby und anderen Vertretern am Verhandlungstisch sitzen und den Platz ihres Cousins einnehmen. Bretonias größte Bedrohung. Die Korsaren haben in Bretonia für ein Anwachsen von Kriminalität, Mord und Piraterie gesorgt. Ihre jüngste Tat brachte dem einst so friedlichen Bretonia Tod und Zerstörung in noch nie dagewesenem Ausmaß. Morde der Korsaren haben im Gegensatz zu den politisch motivierten Taten der Mollys oft kein klares Motiv. Korsaren sind einfach nur habgierig und kennen keine Achtung vor menschlichem Leben. Häufig führen sie Xeno-Artefakte mit sich. Wenn ein Schiff von Korsaren angegriffen wird, empfiehlt es sich, alle Wertgegenstände umgehend abzuwerfen und sich sofort zum nächsten Polizeiposten zu begeben. Verwaltung verbietet Rekrutierung. Vertreter von BMM und Planetform Incorporated sind wieder bei Transporten um den Planeten dabei, nachdem sie von der Cambridge-Universität verwiesen wurden. Ihre Anwesenheit hier störte unsere Forschung, sagte Roger Terrywell, der die Verwaltung vor dem Orden vertrat. Als er nach einer möglichen Verbindung zwischen den Rekrutierern und dem Feuer im Büro der Grünen Front befragt wurde, sagte er nur, ich bin nicht befugt, über reine Spekulation zu reden. Heldenhafter Sieg über Korsaren. Norfolk. Hota hätte das bretonianische Militär eine Schlacht gegen das Böse gewonnen, als eine Marinepatrouille einen Korsaren aufhielt, der durch die Keswick-Eiswolke gen Süden flog. Obwohl sie wenige Männer und Waffen hatten, war Captain Jane Gilliam in der Lage, die 5 Korsarenschiffe zu zerstören. Nur eines konnte in die Grasmere-Wolke entkommen. Dieser glorreiche Erfolg wurde in New London gewürdigt und für ihre heroischen Taten werden beide Piloten nächste Woche geehrt. Cavaliers gegen Herons. Cambridge Fields. Cambridge-Fans feiern immer noch den Sieg über die Hokkaido Herons von vorgestern. Dank dieses Sieges konnte das Team ins Halbfinale einziehen und nächste Woche können sie sich im Spiel gegen die Colorado Eagles einen Platz im Plasma Bowl-Finale sichern. Der Gewinner dieses letzten Spieles sollte eigentlich gegen California spielen, aber da die Marauders kürzlich 2 Spieler verloren haben, durften sie eine Woche aussetzen, um Ersatz zu finden. Die beiden Sportler kamen bei einem Angriff der Ausgestoßenen auf ihren Luxustransporter ums Leben. Davon haben wir gelesen. Cambridge-Linie erzielt direkten Treffer. Ein rheinländischer Frachter wurde am Samstag von einer außer Kontrolle geratenen Waffenplattform an der Cambridge-Linie zerstört. Bei dieser Linie handelt es sich um ein Systemverteidigungsnetz an der Ostseite der Handelsrouten, die zum Planeten führen. Der Triebwerksreaktor der RSV Heilbronn wurde von einer Rakete getroffen, worauf der Nuklearkern destabilisiert wurde und explodierte. Die rheinländische Regierung und die republikanische Großspedition forderten eine Erklärung für diesen Vorfall. Die Krone bedauerte den Zwischenfall und sprach den Hinterbliebenen der Besatzung ihr tiefstes Mitgefühl aus. Als Grund für die Fehlfunktion der Plattform werden alte Kabel angesehen. Eine ständige Bedrohung in Dublin. Die Mollys haben der bretonianischen Regierung eine neuerliche Warnung zukommen lassen. In dieser jüngsten Verlautbarung erklärte die kriminelle Organisation, dass die bretonianische Hauptstadt von einer großen Katastrophe heimgesucht würde, falls Dublin nicht der Kontrolle der Mollys übergeben werde und die königlichen Truppen die Stadt nicht umgehend verließen. Der Verteidigungsminister von Bretonia, Jonathan Lang, spielte die Bedeutung der Warnung herunter. Es fordert mehr als nur leere Drohungen und gestohlenes Gold, um unsere Anwesenheit in Dublin zu beenden. Neuer Disputationsleiter für Cambridge. Völlig überraschend trat gestern Lord Arthur Braintree von seinem Amt als Disputationsleiter der Universität Cambridge zurück. Als Gründe nannte er gesundheitliche Probleme sowie den Wunsch, den Winter mit der Familie zu verbringen.
Dies bedeutet, dass die anderen Disputationsleiter und das Professorenkolleg einen neuen Professor für den Aufstieg zum Disputationsleiter auswählen müssen. Diese Stellung ist in Cambridge mit großer Macht verknüpft und es heißt, dass Disputationsleiter in vielerlei Hinsicht fast so mächtig wie die Krone sind. Mögliche Kandidaten gibt es viele, doch noch wurde kein Termin für die akademischen Spiele angesetzt, bei denen die wenigen tauglichen Gelehrten ausgesiebt werden. Haben wir wieder was gelernt. Schön, gell? Ich sollte sie doch in der Bar treffen, oder nicht? Juni in der Bar auf Planet Cambridge treffen. Aber wo ist Juni? Bin ich blind? Wir fragen mal den Barmann. Hey, Freelancer. Also, was darf ich bringen? Nein, danke. Aber ich wette, Sie wissen, was hier so los ist. Sie sind neu hier, oder? Aha. Also, es geht ein Gerücht um. Interessiert? Okay, ich höre. Gut, das hier habe ich gehört. Bei den Spannungen mit Rheinland in letzter Zeit war ich ziemlich erschrocken, als die drei Rheinländer in die Bar kamen, suchten nach zwei Flüchtlingen, die anscheinend vor den Liberty-Behörden fliehen. Ich erinnere mich nicht mehr an ihren Namen, aber vor kurzem waren sie in den Nachrichten. Ich war es bestimmt nicht. Ich habe keine Ahnung. Jede Kleinigkeit hilft. Danke. Aber wieso jetzt suchen Rheinländer nach mir? Okay, Juni ist halt nicht hier, ne? Ganz offensichtlich. Ich bin ja auch nicht auf Cambridge, ich Idiot. Keine Widerrede. Hier ist nichts, wonach ich suche. Ich bin ja auch nicht auf Cambridge, ich Trottel. Ich war ja noch auf der Norfolk. Ich habe ja noch mein Schiff gekauft. Ich Dussel. Aber wir können uns jetzt coolen Waffen mal kurz ansehen dann. So, das sind unsere beiden Schnellen. Verdammt, ich muss die umpositionieren. Bretonia Polizei, Omikron. Ja, scan mich nur. Für Freelancer Alpha 1, Schicht 1. Ich führe einen Scan des Laderaums auf Schmuggelware durch. Alles in Ordnung, nichts Ungewöhnliches. Okay, 3 und 5, 4 und 6, das sind die Positionen. Und alle zusammen. Schönes buntes Feuerchen. Fünf, vier und sechs. Okay. Dann bauen wir das schnell um. Um die Symmetrie zu wahren. Eine Gaia Savia wieder anbauen. Den Dublin Duster wieder anbauen. Gibt das jetzt so Sinn? Nee, genau falsch rum, ich Trottel. Erst den Dublin Duster, dann die Gaia Savia. So. So macht's mehr Sinn. Ihr habt auch nichts anderes mehr hier, ne? Kein besseres. Ein Guardian Shield, ein Cruise Shield. Okay, da sind die Unterschiede. Jetzt aber. Hey. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen. Haben Sie Quintain gefunden?
Das ist merkwürdig. Der gute Doktor ist verschwunden. So wie die anderen? Nein, eben nicht. Er hat eine Spur hinterlassen, aber ich brauche Ihre Hilfe, Trent. Machen Sie mit? Ja, ich habe nichts Besseres zu tun. Juni hat einen Hinweis erhalten, der vielleicht zum Aufenthaltsort von Professor Quintain führt. Nur über ihn können Sie Informationen über das Szenenartefakt erhalten. Schwierigkeitsgrad, da sich nicht nur einen offiziellen LFS anhalten, sind keine Daten des LFS nachdenken. Sie sind verfügbar. Wertvolle Informationen über das mysteriöse Xeno-Artefakt. Deshalb bin ich hier. Zählen Sie auf mich. Gut. Was wissen Sie über Xeno-Archäologie? Nicht viel. Warum? Dann überlassen Sie das Reden mir und halten Sie unbedingt das Artefakt versteckt. Ich will nicht, dass es nochmal so läuft wie in Manhattan. Sonst noch was? Ja, bringen Sie die Flasche mit. Sehr nett von Ihnen, uns so kurzfristig zu empfangen, Mr. Vance. Als es in Ihrer Mitteilung hieß, Sie und Dr. Trent seien vom Hammer Research Institute in Liberty, konnte ich kaum ablehnen. Es kommt schon mal vor, dass Dr. Quintain einen Termin verschwitzt. Selbst wenn es um die Finanzierung geht. Das verstehen wir vollkommen, ist ja schon lange her. Ich bin froh, dass mir die Universität Ihre Adresse gegeben hat. Ich arbeite oft für Dr. Quintain, transportiere Leute und Ausrüstung zu seinen Forschungsstätten. In der Regel kann ich ihn finden. Sie meinen, Sie wissen nicht, wo er ist? Er weiß nicht, wo er ist? Er hat sich seit Wochen nicht blicken lassen. Wahrscheinlich forscht er draußen. Er sagt nicht immer Bescheid. Nicht mal Dr. Sinclair weiß, wo er steckt. Sie haben doch bereits mit ihr gesprochen. Nein. Sie macht schon seit Jahren Feldstudien für den Professor. Tatsächlich? Würde es ihr was ausmachen, wenn wir sie aufsuchen? Nein, Wissenschaftler freuen sich über Finanzierungen. Und über ein wenig Anerkennung, versteht sich. Natürlich. Wo hält sich Dr. Sinclair zurzeit auf? Sprague. Aber leider kann ich ihr keine Nachricht schicken, das ist zu weit weg. Okay, wir werden sie aufsuchen. Sie waren eine große Hilfe, Mr. Vance. Danke. Ich glaube, Dr. Sinclair wird sich freuen. Letzte Woche gar nichts, diese Woche Sie und die Rheinländer. Welche Rheinländer? Vom Museum in Neu-Berlin. Die waren auch sehr an Ihrer Arbeit interessiert. Sie haben sie knapp verpasst. Oh oh. Dann schnell, besorgen Sie, was Sie brauchen und wir treffen uns im All. Und nicht trödeln, Doktor. Bestimmt nicht. Akademiker. Genau, Akademiker, denn wir sind natürlich Doktor Trent. Gedauert. Volle Meckerziege. Überhaupt nichts hat da gedauert. Die Rheinländer könnten schon Stunden weg sein. Wir müssen Sinclair vor ihnen erreichen. Ich habe die Sternkarte studiert. Sprague ist ein ferner Planet im Omega-3-System. Nicht allzu weit von hier. Vielleicht hilft uns Dr. Sinclair, mehr über dieses Artefakt herauszufinden. Anfliegende Schiffe, hier die Norfolk. Ihre Flugbahn zeigt, dass Sie zu den Omega-Systemen fliegen. Sie sollten wissen, dass die Spannungen zwischen dem Bretonierreich und Rheinland eskaliert sind. Ein militärischer Konflikt ist nicht auszuschließen. Roger, Norfolk. Unser Ziel ist Sprague in Omega-3. Wir wollen kein Rheinland-Territorium anfliegen. Verstanden. Keine Berichte über Rheinland-Aktivität in diesem System. Norfolk, Ende. Moment. Wir nehmen diese Handelsroute. Sie fliegen vor, Trent. Dark. Beim Konflikt mit Rheinland dreht sich alles um diese verdammten Xeno-Artefakte. Haben Sie gehört, dass Präsidentin Jacoby die Königin dazu bringen will, alle Artefakte in Bretonia zu verbieten? Sie hat sicher ihre Gründe. Die hat sie. Da ist das Sprungtor. Sie zuerst, Trent. Routenanschluss. Wir müssen von hier nach Freihafen 1 und dann durch das offene Weltall fliegen. Da.
Ja, dann machen wir das doch so, Juni, oder? Open Space. Hier müssen wir die Handelsroute verlassen. Anfliegende Schiffe. Beachten Sie, die Rheinwehr hat Blockaden in Omega 7 errichtet. Schiffe dürfen Rheinlandraum nicht durchqueren. Alle Handelsschiffe müssen bis zum Ende der Krise in Freihafen 1 bleiben. Freihafen 1, wir sind auf dem Weg nach Sprag und bringen einer archäologischen Expedition Nachschub. Haben Sie Rheinlandschiffe in dem Sektor entdeckt? Negativ, aber Sprag liegt außerhalb unserer Patrouillenrouten. Wenn Sie angegriffen werden, können wir nicht helfen. Verstanden, danke für die Warnung. Trent, ich habe die Koordinaten für Sprag in Ihr Neuralnetz geladen. Los jetzt! Wie, was, wo? Ach so. Da. Die Situation gerät jetzt außer Kontrolle. Eine Blockade in Omega 7? Rheinland verstößt offen gegen den Bormann-Vertrag. So nah war ein offener Militärkonflikt in den Kolonien nicht mehr seit dem 80-jährigen Krieg zwischen Rheinland und der KGS. Vance gab mir die Frequenz des Peilsenders der Grabung. Ich erhalte noch kein Signal. Wahrscheinlich müssen wir näher ran. Wir sind fast da. Noch kein Signal. Erzähl was, Juni. Erzähl was. Geschafft. Sie docken zuerst an, Trent. Rheinlandschiffe, wo kommen die denn her? Ausscheren und angreifen. Ein Gegner hat mich erfasst. Schon zu spät kommen? Wir müssen Sinclair finden und dann nichts wie weg hier. Und wo genau haben Sie das her? Von einem Dieb aus Manhattan. Er wurde deswegen getötet. Jetzt sind die Killer hinter uns her. Können Sie uns helfen? Sehen Sie sich um, Miss Zane. Sie stehen mitten in der Geschichte der Dame Quosh, eine Spezies, die über 10 Millionen Jahre älter ist als die Menschheit. Und bis vor kurzem, relativ gesehen, waren Sie die Bewohner unserer neuen Heimat hier in Sirius. Ich arbeite jetzt schon seit Jahren daran, das Puzzle Ihrer Vergangenheit zusammenzusetzen. Kultur, Technik, Sprache, einfach alles. Besonders interessierten mich dabei diese Tafeln.
Mit ihnen konnte ich einige ihrer Schriften entschlüsseln, aber mit diesem Stück kenne ich bald ihren ganzen Code. Ja, ich weiß eine Menge über dieses Artefakt, aber nicht, warum jemand dafür töten würde. Wissen Sie was von getarnten Rheinlandschiffen? Ich bin Wissenschaftlerin, Mr. Trent. Mich interessieren nur Fakten. Dann sollten Sie lieber die Fakten beachten. Eine Menge Leute sind deswegen schon gestorben. In den Kolonien ist irgendwas los. Leute werden getötet. Andere sind verschwunden, wie Ihr Kollege Dr. Quintain. Quintain ist nicht verschwunden. Er ist ein Einsiedler. Ich glaube, er ist untergetaucht. Und ein Mann wie er macht das nicht ohne Grund. Ich glaube, er wusste zu viel. Das ist lächerlich. Wirklich? Wir finden heraus, dass Rheinland Interesse an ihrer Forschung hat und als wir hier ankommen, werden wir angegriffen. Es waren Rheinlandschiffe mit einer Technologie, die ich noch nie gesehen habe. Reicht Ihnen das immer noch nicht? Wie wär's denn mit meinen guten Freunden, ehrenhafte Soldaten aus Liberty, die den Schmuggel mit Artefakten stoppen sollten? Auch sie spurlos verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Vielleicht wussten sie auch zu viel. Im Gegensatz zu Quintain haben sie nichts geahnt. Ich aber schon und sie sollten das auch. Und da er jetzt weg ist, bleiben nur noch sie. Ich schätze, diese Schiffe sind bald zurück und wer weiß, was sie diesmal noch mitbringen. Sie, liebe Frau Doktor, haben die Wahl zwischen Wissenschaftlerin auf der Flucht oder Tod im Grab. Was darf es sein? Ich lasse meine Arbeit nicht im Stich. Außerdem, woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Doktor, wir haben ein Dutzend Schiffe auf dem Schirm, Typ unbekannt. Wir haben sie nicht kommen sehen. Ich sagte doch, die kommen zurück. Nehmen Sie, was Sie können und schicken Sie die Leute in die Schiffe. Ja, Doktor. Also gut, ich komme mit. Los jetzt, wir müssen weg! Doktor, die Tafeln wurden in Mr. Trents Schiff geladen. Gut, und jetzt gehen Sie. Die nehmen hier alles auseinander. Komm schon! Na dann Abflug. Die Rheinländer haben sie aufgespürt. Bringen Sie Sinclair in Sicherheit. Der Feind ist hart auf ihren Fersen. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand. Oh Gott, wir haben unsere Basis zerstört. Alle Arbeit! Himmel, Sie haben den Andockring zerstört. Vergessen Sie das. Die sind in der Überzahl. Wir müssen hier weg. Wohin? In den Nebel. Dort gibt es ein Versteck. Ich lade die Koordinaten hoch. Schnell, Leute. Nichts wie weg. Also hauen wir einfach ab. Wir sind fast da. Nur noch ein paar Sekunden. In dem Nebel hängen wir sie ab. Geschafft. Moment. Überprüfe das Radar. Sauber. Keine Spur von ihnen. Doktor, wohin fliegen wir? Zur Forschungsstation Baxter. Die steht seit mehr als einem Jahrzehnt leer, aber die Lebenserhaltung sollte noch funktionieren. Es war kein Witz, als Sie sagten, dass die Schiffe aus dem Nichts kamen. Danke, dass Sie mich rausgeholt haben. Gern geschehen. Ja, ja. Ich kenne dieses Gefühl. Dieses Gefühl, das man hat, wenn man sich denkt, wenn doch mal einmal einer auf mich hören würde. Halte die Augen offen. Sie können nicht weit weg sein. Ich glaube, die haben wir erstmal abgeschüttelt. Hoffentlich haben Sie recht. Wird das eigentlich nie langweilig? Das Rennen und Kämpfen? Nein, das hier. Um die Wahrheit zu sagen, ich merke das gar nicht mehr. Wegen so eines Anblicks bin ich Xenoarchäologin geworden. Ich dachte, wenn das Universum seit Äonen existiert und ich es nur kurz erleben kann, was mag dann wohl eine ältere Spezies darüber denken? Durch sie wollte ich leben. Wenn sie recht haben und Quintain sich versteckt hält, dann ist er noch irgendwo da draußen. Was ist das? Sie haben uns gefunden! Wir müssen hier weg!
Wohin fliegen wir? Nach Leeds. Dort habe ich einen Freund. Los! Die haben hier nichts zu kaufen, oder? Doch, haben sie. Haben sie. Eine 303er, eine 200er habe ich gar keine mehr drauf montiert, ne? Ich könnte also noch eine Gaia Savior austauschen. Das heißt, ich müsste allerdings die abmontieren. Dann montiere ich die Dranon ab und montiere die hier drauf. Dann montiere ich die Gaia Savior ab und montiere den Dublin Duster. Und dann könnte ich eine Magma Hammer noch drauf klatschen. Das wäre ja eine Idee, ne? Ich glaube, das tun wir. Machen wir einfach noch viel mehr Damage. Wir verbrauchen auch noch schneller Energie, klar, aber naja, gut. So, und dann. Was haben wir noch? Lava Blade. Nee, das ist ja einfach ein schlechterer Magma Hammer. Eine Vengeance 31,15 für 9 Energie. Für 11 Energie. Mal kurz überlegen. Die hier hat weniger Reichweite, aber mehr Geschwindigkeit vom Projektil und verbraucht weniger Energie. Das heißt, ich schmeiß die Ganzlinge raus. Kauf mir stattdessen zwei Ganzlinge. Dann kann ich die Ganzlinge eigentlich auch rausschmeißen. Im Grunde ja. Im Grunde kann ich die raustun. Und kann stattdessen, ich kann eigentlich auch die zwei Gaia Savior noch verkaufen, dann kaufe ich mir noch zwei Vengeance auf Reserve. Hätte ich gesagt. Montieren die mal ab, wir montieren die mal ab. So, dann haben wir dann noch welche auf Reserve. Die Minen kommen weg. Wir hauen jetzt auch mal den Gegenmaßnahmen. Naja, gut. Es gibt immer noch den noch besseren, den ich eigentlich gerne hätte. 1677, das ist der Schild, den wir schon haben. Wunderbar. Schwere Schubdüse haben wir auch schon. Wir brauchen noch Schutzschildbatterien. Nachschub und dann. Dann können wir abfliegen. Und kämpfen. Dieses Mal ist es kein Versteckbild mit den Rheinländern. Sie müssen sich durchkämpfen. Die Station explodiert und fliegt ihnen um die Ohren. Sie können froh sein, wenn sie hier lebend rauskommen. Verhütung. Die Station explodiert. Diesmal können wir nicht entkommen. Trent,
Aber es kommen bestimmt mehr. Wir müssen zu Trents Freund in Leeds. Das Sprungtor wird ganz sicher bewacht. Sinclair, wie ist Ihr Status? Eine Idee, wie wir hier rauskommen? Ich bin okay. In der Nähe ist ein Sprungloch nach Cambridge. Das ist die beste Chance. Von dort sollten wir leicht nach Leeds kommen. Okay, dann los. Sagen Sie, warum sind Sie hergekommen? Bestimmt nicht nur, um mir das Artefakt zu bringen. Doktor, seit Trent das Artefakt in Besitz hat, werden wir gejagt. Zuerst von der Liberty Marine, dann von Kopfgeldjägern, jetzt von den Rheinländern. Alle scheinen es zu wollen und wir wissen nicht mal, was es ist. Ein Freund sagte uns, Professor Quintain könnte Licht in die Sache bringen. Und Quintain ist verschwunden? Sein Labor wurde zerstört. Der einzige Hinweis kam von ihrem Piloten Vance. Er sagte uns, wo wir sie finden. Da ist das Sprungloch. Trent, sie zuerst. Zack und durch. Wir müssen nach New London und von dort nach Leeds. Hier dürften die Rheinländer uns nicht suchen, aber wir müssen wachsam sein. Mir nach. Trent, Sie übernehmen die Führung. Fliegen Sie zu den neuen Koordinaten. Wir müssen wissen, was mit diesem Artefakt ist. Warum wollen es alle haben? Keine Ahnung. Ich fand es auf dem Planeten Pyga und wusste gleich, dass es von großem archäologischem Wert ist. Ich sollte nach Cambridge Professor Quintains Expertenmeinung einholen. Aber dann wurde das Artefakt gestohlen und ich ging nicht nach Cambridge. Ich habe den Professor seit Jahren nicht gesehen. Verdammt, ich schätze, wir fliegen am besten nach Leeds und orientieren uns neu. Das ist doch mal ein Plan. Ja, vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass das Artefakt gestohlen wurde. Vielleicht war es gar nicht so schlecht. Verdammt, sie haben uns gefunden. Trent, angreifen. Halt! Wir tun ihnen nichts. Wir wollen sie warnen. Warum sollten wir ihnen trauen? Weil nur wir sie hier rausbringen können. Die Rheinwehr überwacht alle Sprungtore und Sprunglöcher aus diesem System. Sie haben ein Artefakt, das sie suchen. Und die wissen, dass sie hier in Cambridge sind. Warum erzählen sie uns das? Überleben. Wir brauchen sie genauso wie sie uns. Wir fliegen zu einem Sprungloch, das uns direkt nach Leeds bringt. Es wird beobachtet, aber die bewachen es nicht gut, weil nur sehr wenige davon wissen. Zusammen könnten wir uns den Weg freikämpfen. Ich glaube Ihnen. Gut, wir kommen mit Ihnen. Folgen Sie uns. Wir laden die Koordinaten hoch. Was ist Ihr Plan? Unser Geschwader wurde vor kurzem mit Tarnvorrichtungen ausgerüstet. Sehen seltsam aus, funktionieren aber. Wir tarnen uns, bevor wir das Sprungloch erreichen. Man wird sie für leichte Beute halten, aber wir sorgen für eine kleine Überraschung. Schön. Ein paar vertrauenswürdige Deutsche. Das sieht man auch nicht alle Tage. In Videospielen. Gut. Das Sprungloch. Was sollen wir jetzt machen? Wir kümmern uns um das Schlachtschiff. Funkstille halten. Dann warten wir mal ab. Commander Zane, Mr. Trent. Wir haben Sie gesucht. Übergeben Sie das Artefakt und wir verschonen Ihr Leben. Wie Sie wollen. An alle Jägergeschwader. Angreifen. Zieht auf die Triebwerke. Eine Falle. Torpedos im Anflug. Ausweichmanöver. Wir sind getroffen. Alle Mann von Bord. Wiederhole. Ah!
So, dieses Schlachtschiff feuert schon mal gar nichts mehr. Wir müssen die restlichen Jäger zerstören. Ausscheren und angreifen. Der letzte. Das war's. Nichts wie weg hier. Mr. Trent, Sie zuerst. So, dann verziehen wir uns hier mal, wenn die alles blockieren, die Rheinwehr. Geschafft. Danke für Ihre Hilfe. Keine Ursache. Aber es ist noch nicht vorbei. In Rheinland ist etwas passiert und das Schlimmste kommt wohl erst noch. Wir fliegen zur Norfolk und ergeben uns. Vielleicht glaubt jemand vom bretonianischen Militär unsere Geschichte. Ihnen viel Glück. Die Handelsroute nach Leeds ist in der Nähe. Wir sollten gehen. Wen treffen wir denn auf Leeds? Einen alten Freund von Trent. Das wird interessant. Nun, dann lernen Sie jetzt also Tobias kennen. Bin mir nicht sicher, ob ich das möchte, aber mir bleibt wohl keine Wahl, wie es aussieht. Dark. Naja. Könnte schlimmer sein. Hey, er hat uns immerhin gute 50.000 Credits geschenkt. Also, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir sind fast da. Das war eigentlich im Grunde genug Geld, um neue Waffen zu, um neues Schiff zu kriegen und neue Waffen. Free Real Estate. General Godoy weiß, dass Rich Primärkasten frei ist. Rich, 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 Rich. Rich, 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 Rich. Mit deinem Twitch Prime bist du... trotzdem rich, weil du dir Prime leistest. Aber danke für den Prime Resub quasi. Gib mir deine Schuhe. ich habe hier so ein paar alte zerfallene Hausschuhe rumliegen. Willst du die haben? Bring ich die mit. Ich habe erst neue Schuhe gekauft tatsächlich. Nein, die willst du nicht haben. Laber kein Scheiß. Ich habe erst neue Schuhe. Die sind heute gekommen. Neue Schuhe bestellt. Ich habe sie noch nicht anprobiert. Dann habe ich jetzt endlich mal im Winter wieder Schuhe, die wärmer sind als irgendwelche Sneaker oder so. Solange sie passen. Das ist die einzige Frage, die sich stellt. Nein, keine Springerstiefel. Normale, gefütterte Stiefel quasi. Es hätte relativ coole Stiefel gegeben beim EMP, die auch so, ja, Unterschenkel hoch sind, ne? Oder Waden hoch. Ich kann kaum glauben, dass wir es geschafft haben. Ey, blöde Uschi. Danke. Kannst du mich mal nicht rammen? Nicht der Rede wert. Landung auf Leeds. Wir sehen uns im Ausrüstungsraum.
quasi so eine Art, ja, im Grunde schenkelhohe Stiefel, aber im Grunde nur dünnes Material, wie bei Chucks im Grunde. Die sind cool, die sahen cool aus. Ich sollte bremsen, bevor ich abstürze. Die sahen cool aus, Trent, aber nichts für den Winter. Und viel zu teuer. Ich habe mir Sorgen gemacht. Aber ich sehe, sie sind in guter Gesellschaft. Juni, ich darf Tobias vorstellen. Richard Winston Tobias, Anwalt. Hoch erfreut. Tobias hat mich quasi aufgezogen. Von der guten Kinderstube ist heute aber nicht mehr sehr viel übrig. Alles klar, uns ist niemand gefolgt. Gut. Wen haben wir denn da? Noch eine Dame? Sagen Sie mal, Junge, was haben Sie denn getrieben? Tobias, wir müssen irgendwo für eine Weile abtauchen. Können Sie die Schrift auf dem Artefakt entziffern? Das meiste schon, aber nicht allein. Ich brauche Quintain. Mist. Ob es uns gefällt oder nicht, wenn wir antworten wollen, müssen wir diesen Quintain finden. Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Das kann aber eine Weile dauern. Dr. Sinclair arbeitet an der Entschlüsselung und ich suche nach Hinweisen auf Quintain. Tun Sie derweil ein paar Jobs auf, wir könnten die Credits brauchen. Jedenfalls will ich nicht, dass Sie hier rumhängen und Maulaffen feil halten. Was? Okay. Einen schöneren Anblick habe ich noch nie gesehen. Oh Mann. was ist was? Was das Game ist? Das ist Freelancer. Das ist Freelancer. Gutes altes Freelancer, sozusagen der geistige Vorläufer von Star Citizen, No Man's Sky, Starfield. Repair complete. Ja, wir reparieren mit unseren Flügel. Und du bist auch perfekt gekommen, quasi zu einer der lustigsten Cutscenes, die dieses Spiel zu bieten hatte. Auf Englisch ist es alles besser, aber ich spiele es bewusst jetzt auf Deutsch tatsächlich. Die Sprecher sind auf Englisch doch besser. So, jetzt gucken wir mal kurz. Wir können bessere Dinge kaufen. Bessere Waffen kaufen. Wo ist denn unsere 4.0 Waffe? Die mit der Schussfrequenz 4. 101 und 50, 121 und 60 für, boah, die braucht noch mehr Energie, aber das lohnt sich. Dann verkaufen wir den und kaufen. Ja, verbrauchen gleich viel Energie. Ah, der hätte dieselbe Schuss, aber schießt weiter für mehr Energie und der macht mehr Damage. Ich will mehr Damage machen. Ich will mehr Damage machen. Wann sie Kiro? Niemals. Brauchen wir hier noch was? Andere coole Waffen haben wir hier nicht mehr, ne? Sah nicht so aus. Und mein Frachtraum ist voll. Womit ist mein Frachtraum eigentlich voll? Ich muss mal kurz gucken, ob es hier noch bessere Schilde gibt. Nein. Womit ist mein Frachtraum voll? Ha. Also um genau zu sein, ha. Treibstoff. Kann ich den irgendwo hier teurer loswerden? Das ist alles in Kalifornien, Texas. Auf Manchester. Naja, wir hauen jetzt erstmal alles raus hier so. Alles weg. Händler spielen brauche ich eigentlich gerade nicht. Ich habe Montagabend noch gestreamt. Und habe da ein bisschen eine optimierte Handelsroute abgeflogen für 2 Stunden lang so ungefähr. Und dadurch ein bisschen Geld verdient. Und durch eine Hauptmission kriegt man auch nochmal einen Batzen Geld. Deswegen schwimme ich quasi gerade in Credits. Was gut ist, weil dann ist vorgesorgt für weitere neue coole Schiffe, die ich mir irgendwann kaufen kann, möchte, muss, will, wie auch immer. So, wir müssen mal kurz gucken, was wir eigentlich tun müssen. Wir müssen wahrscheinlich ein Level aufsteigen und dazu müssen wir Pi mal Daumen ungefähr 11.000 Credits verdienen, damit wir das tun können. Dann schauen wir doch mal uns ein wenig um.
womit wir Credits verdienen können. Oder wir gucken uns erstmal die News an. Ob es was Neues gibt. Blockade, Quigley, Änderungen in Rheinland. Wer hat Lord Quigley ermordet? Die Staatstrauer für Lord Quigley dauert an, während gleichzeitig die Jagd auf seine Mörder ausgeweitet wird. Noch ist von offizieller Seite wenig über den bisherigen Erfolg der Suche zu hören, doch können viele heimische Attentäter ausgeschlossen werden. Dies nährt Spekulationen, nach denen der Orden unmittelbar für den Tod von Quigley verantwortlich sei. Nach unseren Informationen ist dies jedoch nicht unbedingt der Fall. Aufgrund neuer Beweise verfolgen die Ermittler eine Reihe von Spuren, die ins Ausland führen, um Quigleys Mörder zu finden, bevor sie erneut zuschlagen können. Noch ein Gefängnis in Manchester? Sieht so aus, als müsste das berüchtigte Newgate-Gefängnis in Manchester um ein weiteres ergänzt werden. Bisher wird nur spekuliert, aber Planer sagen, dass sehr wahrscheinlich ein zweites Gefängnis neben das erste Staatsgefängnis gebaut wird. Man glaubt, dass es einfacher ist, die beiden Einrichtungen zu bewachen, wenn sie nah beieinander liegen. Vorhersagen zufolge wird die Newgate in den nächsten 10 Jahren ihre Kapazitäten um das Doppelte überschreiten, wenn die momentanen Trends anhalten. BMM hinterlässt schalen Nachgeschmack. BMM kam letzte Woche unter heftige Kritik, als sich herausstellte, dass die kostenlos an Mitarbeiter auf dem Planeten verteilten Lebensmittel von mangelhafter Qualität waren und normalerweise auf Cambridge nur dem Vieh verfüttert werden. Eine Bemerkung eines Vorstandsmitgliedes von BMM heizte den Zorn der Arbeiter weiter an. Wir dachten nicht, dass dies jemals zum Problem würde, da die meisten Arbeiter nach 1 oder 2 Jahren auf Leeds ihren Geschmacks- und Geruchssinn sowieso verloren hatten. Cool Story. Was haben wir hier? 192 Tote beim Mineneinsturz. Die völlig untergrabene Oberfläche südlich der Bergbausiedlung 483 brach gestern ein und verursachte so den wohl folgenschwersten Mineneinsturz in der Geschichte von Leeds. Die Bewohner von 483 wurden kurz vor Mitternacht durch ein Zittern und Grollen geweckt. Plötzlich stürzte der ganze Wohnkomplex ein. Die meisten meiner Nachbarn sind tot, berichtete der noch benommene Giles Chamberlain aus seinem Krankenhausbett. Die Ermittler führen den Zwischenfall auf überintensiven Bergbau in der Gegend zurück. BMM unter Druck, Müllhalde zu säubern. Die Bewohner der Bergbausiedlung 9171 reichen heute bei der bretonianischen Regierung eine offizielle Beschwerde ein. Vor kurzem wurde entdeckt, dass die neu errichtete Siedlung auf einer jahrhundertealten Müllhalde für Giftmüll liegt. Schon liegen Berichte über um sich greifende Übelkeit und Todesfälle vor. BMM baute 9171, als weit unter der Oberfläche bisher unerschlossene Kupferlagerstätten entdeckt wurden. Wegen der Giftmüllhalde hat bisher niemand hier gegraben. BMM wollte sich davon aber nicht abhalten lassen, so Brian Roberts, ein Bewohner von 9171. Mollys auf LD-14 gefangen. Die Sicherheitsüberprüfung, der sich jeder einzelne Mitarbeiter der MOX-Verarbeitungsanlage LD-14 unterziehen muss, ist streng. Doch jüngste Ereignisse zeigen, dass sie vielleicht nicht streng genug ist. 2 Molly-Aktivisten wurden am Mittwoch gefangen genommen, als sie versuchten, verschlüsselte Meldungen über einen mobilen Langstreckensender an Bord von LD-14 zu übertragen. Beim Verhör berichteten Männer, dass sie von Molly-Agenten zur Übermittlung von Frachtterminen und Listen gezwungen worden seien. Beide Männer werden bis zu ihrer Verurteilung nächste Woche auf der York festgehalten. Lebenserwartung steigt in Leeds. Das Königliche Amt für Statistik berichtete, dass sich die Lebenserwartung der Bewohner von Leeds gegenüber der letzten Volkszählung von vor 20 Jahren verbessert habe. Frauen können auf dem Planeten durchschnittlich um 1,2 Jahre längeres Leben erwarten. Dieser Wert sei auch für die Bewohner im System gestiegen. 0,8 Jahren allerdings nicht ganz so stark. Das Amt schreibt diese Verbesserung der strengeren Auslegung des Arbeitsschutzgesetzes zu, die vor kurzem von der Krone eingeführt wurden. Die neue durchschnittliche Lebenserwartung auf Leeds beträgt 51, für Bewohner des Systems 67 Jahre. Das ist nicht alt. Das ist wirklich nicht alt. BMM wirft Auge auf Grenzwert. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Leeds und die Felder von Stokes fast völlig erschöpft sind. Das sind schlechte Nachrichten für die Offiziellen von BMM, die nun an anderen Orten nach Rohstoffen für die Industrie Petrolias suchen müssen. BMM hat die Suche nach neuen Materialquellen bereits aufgenommen und kann einige Erfolge in den Grenzwerten verzeichnen. Leider sind die Systeme jenseits des bretonianischen Herrschaftsgebiets sehr gefährliche Arbeitsgebiete, sodass viel höhere Schutzkosten anfallen, erklärte BMM-Sprecher Patrick Chamberlain. Flüchtling entgeht einer Falle der Kopfgeldjäger. Der kaltblütige Mörder, Pirat und Drogenschnucker Santiago Lorenz stahl eine weitere Diamantenlieferung auf dem Weg von New London nach Leeds. Dieser Überfall sollte laut Aussage zweier Meisterkopfgeldjäger, die von Icy mit der Ausschaltung von Lorenz beauftragt waren, sein letzter gewesen sein. Die Jäger planten, den Ausgestoßenen in eine Falle zu locken, doch schlug diese Strategie fehl, als Santiago einen der Meister und 4 der Hilfsjäger tötete, als er sich aus dem Hinterhalt kämpfte. Der zweite Meisterjäger ist auf der Verfolgung in die Grenzwelten verschwunden. Ja, soweit zu den Nachrichten aus Leeds. Ich gehe zurück ins Studio.
Haben wir schon eine Mission angenommen? Nö, gar nicht, ne? Schlau. Was gibt's denn? Was können wir so verdienen? Station zerstören, Station zerstören, Station zerstören. Naja, wo zerstören wir es schon dazu? Eine Einrichtung der Mollys? Okay, die können uns sowieso schon nicht leiden. Schon Sinn, dass ich so abkürze. So. Muss nur den richtigen Moment abpassen, um rauszuspringen. Irgendwo im Nirgendwo. Irgendwo im Nirgendwo ist eine kleine Station von kleinen bösen Wichten, sozusagen. Oh, die sind noch ein ganzes Stück weg. Und ich muss nicht vorher noch andere Gegner vernichten. Sie sollten die Anlage bald sehen können, falls Sie das nicht schon tun. Unsere Basis bekommen Sie nie und nimmer. Sie sind in Reichweite. Denken Sie daran, wir haben alles markiert, was Sie ausschalten müssen. Oha! Hört mir mal auf, mein Schild wegzuschießen, ihr Kasperle. Lass dich abschießen, Freundchen. Wo wollen wir hin? Wo sind wir überhaupt? Wir sind hier. Wir wollen zurück nach Leeds. So. Dann können wir zurückfliegen nach Leeds. Dann können wir noch eine kleine Side-Quest machen, sozusagen. Holla die Waldfee, die hätten mich jetzt fast zerrissen, würde ich sagen. Das war knapp. Weg, die Kasperle. So. Dann landen wir mal schön auf Leeds. Und... Können wir noch ein weiteres Mission? Ne, erstmal reparieren wir uns. Repair complete. So. Den verkaufen wir den Wasp-Reiseunterbrecher. Irgendwas aufgesammelt? Sieht nicht so aus. Ich habe Ressourcen aufgesammelt.
Essensrationen, ja, verkaufen wir auch. Die brauchen wir nicht. So, und dann haben wir nochmal nur kämpfen. Keine Station zerstören. Das könnte jetzt besser sein oder schlechter. Wir wissen es nicht, aber wir nehmen es mal an. Ausgestoßene Outcasts. Da weiß ich nicht, wie gut die sind. Da habe ich jetzt länger keine mehr getroffen. Da weiß ich nicht, wie gefährlich die sind tatsächlich. Wir könnten natürlich auch einfach noch ein, zwei Billo-Missionen machen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Vielleicht machen wir lieber das. Wir machen mal, was haben wir denn hier? Nochmal Mollys. Ja gut, komm. Schieß mal ein paar Mollys aus dem Himmel. Hey, je, bis nach LD-14 rüber. Oh je, komm. Ewig weit weg. Am nächsten Einsatzwegpunkt halten sich feindliche Schiffe auf. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Dann werde ich diesen weiteren Anweisungen Folge leisten. So. Weiter holen muss ich? Schon nach links weg, okay. Also den hier. Dann docken wir auch damit an. Und von LD-14 können wir dann einfach durchs, nicht Trümmerfeld, sondern durchs Asteroidenfeld fliegen. Oh, da hinten erkenne ich in der Ferne einen roten Kringel. Das heißt, da ist ein Sprungloch. Vielleicht möchte ich hin zu diesem Sprungloch. Vielleicht aber auch nicht. Oder entdeckt habe ich das noch nicht, ne? Nee, sonst wäre es hier, würde es hier stehen. Ja, kann ich auf dem Rückweg noch abklappern, ne? Warte, das ist ja doch eine Basis. Warum ist denn das doch eine Basis? Okay, die sind nur... das ist quasi nur einfacher, weil die schon Schaden haben? Interesting. I'm gonna use what's left of you to grease my ship. Feindliche Schiffe in Reichweite. Wir haben sie zum besseren Anvisieren markiert. Junge, ey. Bleib doch mal hier. Ich will dir auch nur gute Nacht sagen. Hat er mich jetzt ernsthaft gerammt, der Sack? Lol, ich musste nur die Schiffe zerstören, die Waffenplattformen waren egal. Ich zerstöre sie trotzdem noch.
Okay, die sind heftig. Na gut, dass ich da weggeflogen bin von den Plattformen. Das war's. Ruhe ist. Moment. Wir suchen erstmal. Wo ist denn? Da hinten ist das Sprungloch. Das besuchen wir mal eben. Damit wir das mal aufgedeckt haben auf der Karte. Dann, ich glaube, dann schauen wir einfach mal, dass wir auf LD-14 noch einen Auftrag annehmen, weil wozu den Aufwand machen, ganz zurückzufliegen. Wait, sind das Routenbojen, die zu dem Loch führen? Okay, interesting. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier eine Mission herführen wird, wenn da schon Routenbojen sind. Außer die grenzen was ab, das könnte natürlich auch sein. Grenzt ihr was ab gegebenenfalls? Sieht nicht so aus. Oh doch. Oh doch. Hier grenzt ein radioaktives Feld ab, wie es aussieht. Dann lassen wir das mal schön bleiben. Warte, hatte ich es jetzt aufgedeckt, das Sprungloch, oder war ich... Ja, war ich, okay, war ich nah genug dran. So, dann können wir easy chillig da landen. Weil Strahlung ist noch nicht so geil. Durch Strahlung wollen wir noch nicht durchfliegen. Wir halt so geschickt den Felsen aus. Wenn er nicht anständig auf einen Port zusteuert, dann müssen wir das halt so machen. Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 1. Merci. So, dann können wir uns hier mal reparieren. Junge, Junge, ganz schön viel kaputt gegangen. Okay, wir haben auch ganz viel Zeug eingesammelt, wie es aussieht. Wir haben scheinbar auch ganz viel Zeug eingesammelt. Nee, es waren einfach nur alle Waffen und so weiter beschädigt. Ach so, ja, das war der minimale Schaden vor der Strahlung wahrscheinlich gerade. So, den können wir verkaufen. Das brauchen wir nicht, das Ding. Eine Mine können wir verkaufen. Aber sonst nichts Gescheites gekriegt, Junge, wir müssen... Das ist, ja, teuer, teuer, aber die brauchen wir halt. Jetzt schauen wir mal, was wir noch an normaler Fracht haben. Sauerstoff, na gut. Und dann schauen wir mal, ob wir in der Bar überhaupt Jobs kriegen. Für 5800, boah, aber der ist Schwierigkeitsgrad 10, das ist heftig. Guyana. In Stokes Asteroidenfeld. Das ist auch endlos weit weg irgendwie. E4. Oder? Weil Stokes Asteroidenfeld. Ja, genau, das ist hier drüben. Und E4 ist. Ja, ein Stückchen davor. Okay, aber wenigstens im freien Raum. Das ist angenehmer. Andererseits bin ich da schutzlos.
Und das ist von BMM. Mit denen möchte ich mich beliebt machen. Die brasilianischen Streitkräfte mögen mich, glaube ich, sowieso schon, oder? Was haben wir dann? Naja, geht eigentlich auch nicht wirklich. Brasilianische Polizei, brasilianische Streitkräfte. Not really eigentlich. Warte mal, bin ich bei BMM? Bin ich deutlich beliebter? Okay, dann nehmen wir natürlich den hier an. Dann nehmen wir den Auftrag. Freelancer Alpha 1-1, hier LD14, alles klar für den Start. Viel Glück da draußen. Ihr seid Mollys, das sehe ich doch. Wo seid ihr nicht? Feindliche Schiffe werden am nächsten Einsatzwegpunkt sein. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Na gut, ich ignoriere euer Scharmützel da. Okay, genau, da in den freien Open Space geht's. Ich glaube, da droppe ich, glaube ich, irgendwie einen vorher mal raus. Das machen wir mal so. Dann sind wir ein Stückchen schneller da. Und kommt schon jemand aufs Radar? Show me some peoples, please. Also zumindest schon eine kleine Waffenplattform da. Ich bin eine Nummer zu groß für Sie. Wir haben sie zum besseren Anvisieren markiert. Komm schon, ich muss hier wegmachen, bevor seine Verstärkung da ist. Nö, eigentlich nicht. Geschafft. Der Bereich ist sauber. Gut gemacht. Einsatzkommission Ende. Eigentlich brauche ich keine Hilfe, aber danke. I am good. Thank you. So, haben wir jetzt eigentlich schon das Ziel erreicht? Nein, haben wir noch nicht. Wow. Gut, dann gehen wir da halt noch hin. Schauen mal, was wir auf Stokes noch erledigen können als Job. Bestätigt, bitte warten. Wir sind zurzeit belegt. Freigabe wird erteilt, sobald etwas frei ist. Ja, ist ja gut. Dann lande mal, Freundchen. Schmelzanlage Stokes für Plutonia Frachter Konvoi. Bitte identifizieren Sie sich. Ihr Bowen. Freelancer Alpha 1-1. Sie dürfen jetzt zum Dock. Ja, der Typ war quasi schon drin. Und dann wendet er. Mann, das ist so dumm. Das ist
ist so dumm manchmal. Manchmal ist es echt dumm. Tja. Ich muss mich reparieren. Ah, ne, wahrscheinlich nur aufgesammeltes Zeug. Jawohl. So. Dragonturm. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir alles nicht. Das kann auch alles. Brauchen wir auch alles nicht. Waffen? Habt ihr auch nichts Besonderes? Nö, ihr habt echt keine guten Waffen tatsächlich, wenn ich das richtig sehe. Wirklich nicht. Okay, dann gucken wir doch nochmal. Gucken wir doch nochmal. Was es noch so für Jobs gibt. Nur Jobs von BMM. So wir wissen. Das Kritikberg sieht an geheime Verteidigungspläne. Zeug bergen. Kann man auch mal machen. Wäre eine Idee. Fracht bergen wäre eine Idee. Und wo? Weiß keiner. Naja, nehmen wir mal an. Mal ein bisschen Abwechslung. Ah, wie praktisch. Und zurück nach Leeds quasi. Ihr Schmelzanlage Stokes. Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen. Der Einsatzwegpunkt wurde in Ihre NAV-Karte hochgeladen. Dort finden Sie weitere Anweisungen. So, dann machen wir wieder Trick 17 und steigen wieder vorher aus der Route aus, sonst ist das hier voll der Umweg hier runter und dann erst wieder Gas geben und sowas. Das wäre ja wirklich voll der Umweg, das lassen wir mal bleiben. Das ist derselbe Wegpunkt, wo es vorhin auch war. Wo die andere Version vorhin war, die erste, die wir gemacht haben, von denen hier. Ja, Kopfgeldjäger. Ah, die Kopfgeldjäger hassen mich auch nicht mehr. Stimmt, seit ich mir das neue Schiff gekauft habe eigentlich. Was auch sehr angenehm ist. Die gehen einem ziemlich auf die Nüsse. Zu unserem Anführer. Nein, du bist kein Gegner für mich. So leid es mir tut, du bist hier derjenige, der kein Gegner ist. Fracht geworden. Wo will ich eigentlich hin? Dahin. Also eigentlich will ich genau dahin, wenn man es genau nimmt. Muss nur auf die richtige Seite kommen. So.
So. Damit auch der Spaß mit dem Docking funktioniert. So. Mit dem richtigen Ziel anvisieren, damit ich in den richtigen Ring reinfliege, nicht in den falschen, damit ich in die richtige Richtung fliege, nicht in die falsche. So, muss ich jetzt es geschafft haben oder bin ich einfach nur dumm und habe mich in den Zahlen verguckt und kann einfach nicht rechnen? Oh Gott, ich habe es immer noch ganz knapp nicht geschafft. Naja, vielleicht, wenn ich jetzt noch was zu verkaufen habe. Könnte klappen, wenn ich jetzt noch was zu verkaufen haben sollte. Könnte gerade so reichen quasi. Zu reparieren. Dann schauen wir mal. Das wird verkauft. Die Minen verkaufen wir. Die Schubdüse verkaufen wir. Das wird nicht ausreichen. Nein, das hat auch nicht ausgereicht. Das haben wir hier noch so. Haben wir hier noch sowas? Bisschen irgendwelcher Schund. Aber das reicht noch immer nicht, ne? Ja, war klar. Na gut, dann machen wir noch ein kleines Missionchen, hätte ich gesagt, ne? Eins geht noch, eins geht noch. Eine Assassination. Jetzt ist die Frage, machen wir es vom Level her die niedrigste? Würde ich fast sagen, ne? Bretonische Polizei ist alles bretonianische Polizei. Eine Level 6 Mission. Aber die hier. Keine Ahnung, hab nicht geguckt, wo ich hin muss. Ah ja, okay, weit, weit weg. Ja, nun. Am nächsten Einsatzwegpunkt halten sich feindliche Schiffe auf. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Die Anweisung lautet: Schieß sie ab. Das weiß ich auch so schon. Warum solltet ihr mich sonst schicken? Bin ja hier euer Mädchen für alles. So. Guyana haben, glaube ich, zumindest Waffen gedroppt. Da können wir zumindest ein bisschen Geld mit verdienen. Wenn man die verkauft. Schauen wir doch mal, wie viele wir da treffen werden. Hoffentlich nicht viele. Ich meine, das ist auch nur eine Level 6 Mission und ich könnte die Level 10er schon machen. Sieht es jetzt gerade aus? Ja, tatsächlich, sind noch 1200. Keine Ahnung, wieso das so langsam hochgegangen ist. Oder ob der die ganze Reparatur und das ganze Zeug dann nochmal abgezogen hat. Oder ob ich mich echt hart verzählt habe und eigentlich irgendwie... Wobei, nee, das ist jetzt die vierte Mission oder sowas, die ich mache. Und ich war jetzt irgendwie... Ich dachte, ich wäre nur 10.000 drunter. Ich glaube, ich war 20.000 drunter oder sowas unter dem zu erreichenden Ziel. Feindliche Schiffe in Reichweite. Wir haben sie zum besseren Anvisieren markiert. Ich werde mein Schiff mit ihren Überresten schmieren. Wie ich einfach beide zerlegt habe auf einmal.
Dort warten weitere Gegner. Okay. Auch die kriegen wir noch klein. Ich krall mir lieber den hier. Geschafft. Der Bereich ist sauber. Gut gemacht. Einsatzkommission Ende. Trent, ich habe Neuigkeiten. Dr. Sinclairs Analyse des Artefakts macht gute Fortschritte. Aber jetzt kommt sie ohne die Hilfe von Quintain nicht mehr weiter. Unser bester Tipp ist ein Pilot, mit dem Quintain manchmal arbeitet. Er heißt Dexter Hovis. Er besitzt eine Spielhölle auf einem ausrangierten Schlachtschiff im Dublin-System. Sie sollten dort anfangen. Nach Dublin also. Da war ich doch schon ziemlich sicher. Keine Ahnung, wieso ich das Ding nicht gefunden hatte dann. Weil das ist das, was ich eigentlich gesucht hatte. Vielleicht war ich einfach nur so. Naja, vielleicht war ich einfach nur ein bisschen dumm und blind. Oder abgelenkt von zu vielen Angriffen von Kopfgeldjägern. So, aber das machen wir dann beim nächsten Mal, das Rennen. Da gibt es ja nämlich ein Rennen. Nächstes Mal, morgen wahrscheinlich. Außer ich habe morgen spontan Bock, lieber Deus Ex zu machen. Mal gucken. Makiken. Makaken. Fliegen wir jetzt da noch hin? Ja, das machen wir noch. Gucken wir noch rüber. Das ist ja noch ein kleines Stückchen, dann sparen wir uns den Weg nämlich beim nächsten Mal. Und Abflug. Da tanzen die Waffen. Da, 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 da. Warte, warum sind die Kopfgeldjäger plötzlich schlecht auf mich zu sprechen? Das ist aber nicht cool. Nicht cool. Das ist nicht cool, dann nehme ich Reißaus. Wenn die mir blöd kommen, bin ich eben weg. Dark. So, wo geht's hin? Da unten rüber, okay. Welches System ist das? Dublin-System. Das ist das mit der zweiten Sprung.
Achso, ich hätte hinter der Essex noch weiterfliegen müssen, glaube ich. Das ist noch weiter südlich. Und ab dafür. Jetzt haben wir noch eine Lane, okay. Den wollte ich nicht anvisieren. Geh weg. Geh weg. Ich will den Ring hier. Den Ring will ich, bitte, danke. Ich helfe euch mal kurz, wenn es sein darf. Und weiter geht's. Einmal kurz erste Hilfe geleistet sozusagen. Oder Beihilfe. Ach, das sind Schiffe. Ich dachte, da liegen irgendwelche Trümmer rum. Ihr seid angekommen. Ich fliege ab. Wollt ihr mich verarschen? Okay, jetzt sind die wirklich die Korsaren plötzlich nicht mehr. Das finde ich aber schade. Finde ich aber schade, dass ich sie jetzt alle abschießen muss, die Korsaren. Da war ich plötzlich hinter dir, mein Freund. Ja, scheiße. Es fühlt sich scheiße an, ne? Wenn man erst auf jemanden losgeht und plötzlich verfolgt er einen. Okay, ich war doch auf dem richtigen Weg. Es ist doch nördlich, aber noch weiter nördlich als gedacht. So, und hier benutzen wir den Go-To. Nicht, dass ich zu nah an die Sonne ranfliege, an den Stern hier. Weil mit der Go-To-Funktion weicht er dann wenigstens automatisch aus. Ein mittelgroßer Gelber. Ja, der dürfte nicht so heiß sein, wie man sieht. Der macht mir keine großartigen Probleme tatsächlich. So, die sind auf Abfangkurs. Kriegen die mich?
Nein. Einfach frei durch den offenen Raum fliegen wir hier lustig. Da ist die Hood. In der Hood sind wir gleich. So, wie sieht das mit eurem... Ihr habt nur das Drecksschiff hier. Okay, cool. Wir reparieren mal kurz Zeug. Den verkaufen wir. Wobei ich ihn natürlich eigentlich auch kaufen und anbauen könnte. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt kann ich ihn nur teuer wieder kaufen. Ich hätte ihn natürlich anbauen können, aber was soll's. Haben wir noch besseres Schild als das, was ich habe? Sieht nicht so aus. Nein, nein, nein. Nö, nö. Was sagt unsere Fracht? Ah ja. Dinge, die wir verkaufen können. Gut. Na, das passt doch wunderbar. Dann speichern wir hier mal wieder. Speichern, danke schön. Und dann haben wir hier den Schachtschicht, den Schachtdicht. Hätte ich gesagt. Ne? In diesem Sinne, Freunde der Sonne, es ist inzwischen ein neuer Tag angebrochen. Und deswegen machen wir jetzt hier Schluss. Es freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Es freut mich, dass ihr das Video angesehen habt. Ihr wisst Bescheid. Ne? Lasst einfach mal ein Abo da auf YouTube. Und Likes und Kommentare. Und in der Videobeschreibung findet ihr wie üblich die Links zu Twitch und zu Instagram. Da könnt ihr mal reinfollowen und Glocken aktivieren. Und dann kriegt ihr fleißig mit, wenn ich wieder streame. Ich hatte schon mal angekündigt, gerade zu Freelancer wird es wahrscheinlich öfter Ausnahmestreams geben, die irgendwann mal abends oder nachts stattfinden. Weil ich ultra Bock habe aufs Game. Nach vielen Jahren mal wieder. Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal gespielt habe. Also wahrscheinlich noch vor Corona irgendwann. Das ist eine Weile her quasi. Und deswegen habe ich, wie gesagt, mal wieder richtig Bock drauf gehabt und möchte da auch möglichst durchkommen, bevor Stalker 2 erscheint. Haben ja noch 6-7 Wochen. Ja, in diesem Sinne, macht's gut, YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ihr seht mich beim nächsten Video. Ich sehe euch nicht. So long.